Hallo und herzlich willkommen im Wald. Waldfragestundenzeit. Auch wenn das mal wieder nicht unbedingt eine Stunde geht. Häufigster Kommentar unter meinen Waldfragestunden: Das geht gar keine Stunde. hängt von der Frage ab. Ja, fragt mich halt was genau eine Stunde dauert zu beantworten, dann passt's auch. So, diesmal wurde ich gefragt: Was ist das für ein Dreibein im Wald? Und dazu müsste ich dann ein Bild einblenden und da steht wohl auch noch irgendwas drauf von wegen Borkenkäferbekämpfung, weiß ich von demjenigen, der auf das Dreibein hingewiesen hat bzw. mir das Foto geschickt hat. Spannend ist jetzt für die Leute, die mal mit mir auf Tour gewesen sind, auf Exkursion, da haben wir, also zumindest diejenigen, die etwas später dabei waren, ganz am Anfang stand es noch nicht, aber wer auf den letzteren Touren dabei gewesen ist, der wird so ein Ding schon mal gesehen haben, da sind wir nämlich dem auch begegnet. Wer bei den allerletzten Touren dabei war, weiß schon, worum es sich handelt. Wer davor unterwegs war, musste leider damit leben, dass ich auch noch nicht so hundertprozentig genau wusste, was das ist. Inzwischen habe ich mich aber schlau gemacht und kann jetzt auch wirklich beantworten, was das darstellt. Und interessant ist, das Exemplar, was wir da jetzt sehen, das ist, glaube ich, aus, war es Thüringen? Ich meine, es war Thüringen. Das Exemplar, das ich schon häufiger besucht habe, eben auf meinen Führungen, ist in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe in Baden-Württemberg jetzt auch welche entdeckt. Das heißt, ich vermute mal, dass die mehr oder weniger deutschlandweit jetzt überall rumstehen, diese lustigen Dreibeine mit diesem komischen Netz da drumherum, die bei näherem Hingehen und näherem Angucken den Hinweis haben, dass es sich in irgendeiner Form um Borkenkäferschutz handelt. Was zum Geier ist das? Was tut das? Was soll das? Hilft das was? Und ist das gut? Das wollen wir jetzt alles versuchen, eben entsprechend im Rahmen dieses kleinen Videos zu klären. So, wie schon richtig draufsteht, es handelt sich um Borkenkäferbekämpfung, dieses Zeugs, ne? Wenn ihr so ein Ding findet und da mal genauer hingeht, bitte nicht anfassen, wichtig, bitte zur eigenen Sicherheit besser nicht anfassen, aber ruhig mal drunter gucken unter dieses Netzdingens. Ja? Das ist ja dieses Dreibein mit diesem Netz da drumherum. Und guckt da doch mal drunter. Da werdet ihr dann nämlich finden, vermutlich zumindest, kann sein, dass es noch irgendwelche alternativen Varianten gibt, aber an einer Strippe hängend was aussieht wie ein Tablettenblister. Das ist kein Tablettenblister, sondern da sind zwei oder drei oder je nachdem, wie viel man dann nehmen möchte, Kapseln drin mit dem Aggregationspheromon vom Borkenkäfer. Vielleicht habt ihr auch schon mal so schwarze Kästen, die lauter so wie Regenrinnen, so kleine Vorsprünge dran haben. Quadratische schwarze Kästen mit so kleinen Vorsprüngelchen habt ihr vielleicht auch schon mal im Wald rumstehen gesehen. Das sind Borkenkäfer-Monitoring-Fallen. Ich gucke mal, ob ich ein Bild davon finde, dann blende ich euch das noch mit ein. Die kann man verwenden, um zu gucken, wie viel Borkenkäfer ist denn hier in der Gegend jetzt unterwegs. Das ist reines Monitoring, ja. Man wird den Käfer damit nicht los, man kann nur ungefähr überprüfen, habe ich gerade viel Käfer rumfliegen, habe ich gerade wenig Käfer rumfliegen. Diese anderen, neueren Dinger, diese Dreibeinteile mit dem Netz drumherum, nennen wir sie einfach mal Dreibeine, damit wir irgendeinen Namen dafür haben. Die haben eine andere Funktion. Die sind nicht zum Monitoring, sondern tatsächlich zur Bekämpfung. Beziehungsweise man probiert sie jetzt mal aus, ob sie bekämpfungstechnisch was helfen könnten. Oft sind es noch so Pilotprojekte zum Ausprobieren. Oft sind es noch keine, wir stellen die jetzt im großen Maßstab im ganzen Wald auf, Projekte zum richtig Loslegen. Ne? Innen drin, wie gesagt, das Aggregationspheromon vom Borkenkäfer. Das ist da also in Mitte von diesem Netz. So, das Netz ist da drumherum und jetzt kommt ein Borkenkäfer angeflogen, riecht das Aggregationspheromon und will dann da direkt hinfliegen und stößt dann logischerweise gegen dieses Netz. Das ist der springende Punkt. Auf dem Netz drauf, aufgesprüht, aufgetragen, ist ein Kontaktinsektizid. Insektizid klingt jetzt erstmal böse und da wird dem einen oder anderen der digitale Hut hochgehen, mindestens der digitale, wenn ihr nicht auch einen realen tragt, das weiß ich nicht, wie das bei euch so ist. Weil wir haben ja auch das Insektensterben. Und das Insektensterben ist natürlich wirklich ein riesiges Problem. Darüber sollte man sich auch aufregen. Und Insektizide sind natürlich, mehr Insektizide in der freien Natur auszubringen, ist erstmal was einem sehr sauer aufstoßen darf. Das ist vollkommen korrekt, wenn es das tut. Und ist sicherlich nicht sonderlich zielführend. Im ersten Moment. Aber Kontaktinsektizid ist auch nochmal schwierig, weil Kontaktinsektizid im Regelfall unspezifisch ist. Das heißt, jedes Insekt, das gegen dieses Ding da fliegt, gegen dieses Netz,
wird vermutlich entsprechende Schädigungen davontragen. Vermutlich. Das hält nicht ewig, das Zeug, wenn es draufgesprüht ist, das hält dann so und so lange und irgendwann hat es sich verflüchtigt und ist dann ungefährlich. Ich habe zum Beispiel bei älteren von diesen drei Beinen, die schon eine Weile stehen, teilweise auch einen Käfer drauf rumkriechen sehen auf dem Netz, ohne dass dem irgendwas passiert wäre. Was man mal machen kann, wenn man so ein Dreibein findet, ist einfach mal unter dem Dreibein gucken, also unter diesem Netz, gerade besonders am Rand des Netzes, wo tote Insekten, die auf das Netz prallen und dann runterfallen, möglicherweise landen könnten, genau da mal gucken. Und wenn ihr da am Boden jede Menge verschiedene Insekten findet, dann habt ihr einen Grund, euch bei eurem zuständigen Förster zu beschweren. Ne? Völlig zu Recht. Wenn ihr da aber nur Borkenkäferchen findet, so ganz kleine, mini, mini, mini schwarze Käfer, die sind wirklich winzig, die sind so 2-3 mm lang und so maximal 1 mm dick. Kleine schwarze Würstchenkäfer sozusagen. Zweigliedrig mit einem Kopfteil und einem Hinterleibteil. Und also eigentlich ist das der Kopfteil das Mittelteil. Den Kopf, den sieht man so gar nicht, aber egal. Jedenfalls, wenn nur die da sind, dann funktioniert die Falle. Weil das ist zwar ein unspezifisches Gift im Regelfall. Ich sage jetzt mal im Regelfall. Es kann sein, dass man inzwischen auch was entdeckt hat oder was probiert, was nur gegen Borkenkäfer wirkt, weiß ich nicht. Aber im Regelfall ist es doch ein unspezifisches Kontaktinsektizid. Deswegen ist es ja auch tödlich, wenn die einfach gegen dieses Netz fliegen. Dann kriegen sie da sofort ihr entsprechendes Insektizid, die atmen das ein, ab und dann haben sie den Salat. Ne? Und ja, aber dadurch, dass da halt nur Borkenkäferpheromon drin ist, sollte an dieses Netz eigentlich nur der Borkenkäfer rankommen. Und die Chance, dass da ein ganz normaler anderer Waldkäfer zufällig genau da langfliegt und zufällig genau an dieses Netz knallt, was keinerlei Lockstoffe für irgendwelche anderen Käfer enthält, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. So, jetzt muss man einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Risiko, dass nützlicher Käfer draufgeht, Nutzen, dass jede Menge Borkenkäfer draufgehen, weil die denken, diese Falle ist eine Fichte, die gerade wahnsinnig erkrankt ist und deshalb sind jede Menge Käfer drin sitzen, die jede Menge absolut wahnsinnig brüllen, kommt alle her, versammelt euch hier, könnte helfen, der Borkenkäfer ist zurzeit wirklich ein Mordsthema. Ich finde es als Monitoring, als Test, dass man diese Dinger jetzt immer mal wieder überall aufstellt, um zu gucken, ob das denn was bringt, ob denn da nennenswert tote Käfer dann auch entsprechend drunter liegen, ob da Summen bei rauskommen, die sich lohnen. Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll, dass man das ausprobiert. Das hundertprozentig. Ob das für die Zukunft eine Lösung für die Borkenkäferplage sein könnte oder zumindest die Borkenkäferplage etwas eindämmt, das wird sich zeigen müssen. Keine Ahnung. Ich habe da auch noch keine aktuellen Zahlen dazu gefunden. Die Teile stehen seit diesem Jahr. Ich hatte jedenfalls zuvor noch nie eins gesehen und nicht mitbekommen, dass es die gibt. Werden wir abwarten müssen. Ja? Aber was das ist, ist damit, glaube ich, hoffentlich geklärt. Und was das tut, hoffentlich auch. Und damit war es das auch schon mit dieser Frage. Ne? Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Im Hintergrund sägt übrigens meine Verlobte. Die muss irgendwie sägen.